Der Mond zieht unbewegter Miene um die Erde und schaut sie sich genau von allen Seiten an. Nachdem Aro aus ihrem Leib geschlagen wurde, hat sich auf ihr Erstaunliches getan. Mal sah er sie verwüstet oder ganz versunken und traf sie plötzlich ein Kometenvagabund. Dann hüllten Feuerstürme ihr Gesicht in Funken und er hielt Wache, bis sie's überstand. In ihrem Koma war noch schöner sie geworden, mit grünen Wäldern, blauen Seen und Flüssen klar, skurrilen Wesen in der Luft bis tief in Fjorden. Es war genug und Platz für alle da. Dann nach Milliarden Runden sah er, wie dort unten ganz feine Linien sich nach eigenem Gesetz verzweigten und verknoteten, sich um sie spannten und eng umschlangen wie ein Spinnennetz. Und an den Knoten wuchsen Städte und Fabriken, und in den Zwischenräumen wehte blauer Staub, und in der Dämmerung sah er ihre Lampen blinken, und leise drang Musik zu ihm hinauf. Er hörte dumpfes Donnern und sah grelle Pilze. Die Lichter ihrer Lampen gingen wieder aus. Er schien auf Felder namenloser weißer Kreuze, bedeckt mit raureif grauen Bombenrauchs. Der Mond zieht unbewegter Miene um die Erde und wird sie sich noch viele Nächte lang besehen, bis sie gemeinsam in der roten Chromosphäre der aufgeblähten Sonne untergehen.